Wladimir Putin unterzeichnet ein Gesetz, was Kryptotransaktionen im Inland komplett verbietet. Die EZB ist der Meinung, dass der Bitcoin komplett verboten wird. Und Miner senden Bitcoins im Wert von mehr als 200 Millionen US-Dollar an die Börsen. All das im heutigen Video. Viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und im heutigen Video sprechen wir über einige brisante, wichtige und interessante Themen rund ums Themengebiet Krypto. Im Allgemeinen gab es heute nicht viele News oder Informationen, doch in den letzten 20 Minuten kamen die dann alle reingeflattert. Aufgrund dessen, das heutige Video wird wahrscheinlich nicht ganz so lange, ist aber natürlich auch kein Problem. Wir haben Wochenende, ihr habt vor allem Wochenende. Ich wünsche euch ein entspanntes Wochenende. Ich hoffe, das Wetter spielt auch mit. Und ansonsten würde ich sagen, reden wir auch gar nicht lange um den heißen Brei, Freunde, sondern springen direkt auf die erste Folie. Denkt natürlich daran, gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazulassen, um mich und meine Arbeit zu unterstützen. So, jetzt aber Bitcoin knapp 21.000 US-Dollar zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und auch Ethereum lanciert aktuell bei mehr als 1200 US-Dollar und hat in den letzten 24 Stunden ein Plus von mehr als 13% gesehen. Das alles, obwohl im gleichen Zeitrahmen hier tatsächlich recht negative Nachrichten reinkamen, denn der russische Präsident Wladimir Putin unterzeichnete soeben ein Gesetz, welches es im Inland verbietet, Kryptotransaktionen durchzuführen. Das Gesetz bzw. diese Information habe ich jetzt aus der ersten Quelle genommen, die überhaupt dazu zu finden war. Es sind noch überhaupt keine Informationen bekannt, außer jetzt die ich euch präsentiere. Deswegen werde ich das auch in den nächsten Tagen nochmal überarbeiten. Doch das sind die Informationen, die jetzt erstmal so dastehen. So hieß es hier im Schreiben: Die Gesetzesgebung verpflichtet Börsenbetreiber, die Abwicklung von Transaktionen zu verhindern, die die Verwendung von DFAS, einer Rechtskategorie, die derzeit Kryptowährung abdeckt, als Währungssurrogate erleichtern. Das Gesetz, welches jetzt vom russischen Oberhaupt gebilligt bzw. unterschrieben wurde, wurde bereits am 7. Juni eingereicht. Ich meine sogar, ich habe damals über diesen Gesetzesvorschlag gesprochen. Bisher waren im russischen Gesetz die Zahlungen und Transaktionen mit Kryptovermögenswerten nicht direkt verboten, beziehungsweise war es mehr oder weniger eine Grauzone. Neben dem Verbot von Direktzahlungen mit Kryptofinanzwerten verpflichtet das Gesetz nun auch Betreiber von Plattformen, die Tauschdienste anbieten, Transaktionen abzulehnen, die möglicherweise zu einer Substitution des russischen Rubels durch DFA als Zahlungsinstrument führen können. Das neue Gesetz wird jetzt in 10 Tagen in Kraft treten, also 10 Tage nach dem Unterschreiben von Wladimir Putin. Wie bereits gesagt, dazu gibt es jetzt keine detaillierten Informationen. Das waren wirklich alle Informationen, die ich dazu bis jetzt herausfinden konnte. Weitere Informationen teile ich selbstverständlich auf Twitter mit euch oder dann eben auch in den nächsten Tagen hier auf YouTube. Doch kommen wir tatsächlich direkt mal wieder zurück auf den Bitcoin zu sprechen, denn die Mining-Kosten sind tatsächlich auf 13.000 US-Dollar zurückgeschrumpft. Das klingt im ersten Moment vielleicht recht positiv, weil dadurch irgendwie das Mining wieder lukrativer erscheint. Doch im Umkehrschluss ist es eigentlich relativ bärisch. Das Ganze geht aus einem Bericht der Investmentbank JP Morgan hervor. Sie berichteten, dass noch Anfang Juni die Grundkosten für das Bitcoin-Schürfen bei 24.000 US-Dollar lagen, nun allerdings um knapp 50% zurückgefallen sind und eben aktuell bei 13.000 US-Dollar lancieren. In ihrer jüngsten Kundenmitteilung berichtet JP Morgan, dass das tatsächlich negative Auswirkungen auf den Kurs haben könnte. Das Ganze geht nach Aussagen von JP Morgan unter anderem mit dem Stromverbrauch einher. Ebenso sagten sie allerdings auch, dass die großen Mining-Betriebe aktuell ziemlich stark bestreben, überhaupt die Rentabilität zu schützen. So behaupten sie ebenfalls, dass große Mining-Farmen sich zum aktuellen Zeitpunkt keine effiziente Mining-Hardware anschaffen, ganz im Gegensatz zu den kleineren Minern. Dadurch soll eben auch das Risiko für den Bitcoin-Kurs erhöht sein. So schrieben sie, auch wenn der Rückgang der Produktionskosten eindeutig der Rentabilität der Miner zugutekommt und möglicherweise den Druck auf die Miner verringert, Bitcoin-Bestände zu verkaufen, um Liquidität zu beschaffen oder Schulden abzubauen, könnte er als negativ für die künftigen Bitcoin-Kursaussichten angesehen werden. Die Produktionskosten werden nämlich oftmals als Untergrenze für den Bitcoin-Kurs gesehen. Also normalerweise heißt es, dass der Bitcoin-Kurs eigentlich maximal hier auf die Beschaffungskosten zurückfällt, also zu dem Kurs, wo die Miner nicht mehr profitabel wären. Das war eben vor einigen Wochen noch die 24.000 US-Dollar-Marke. Aktuell mit den 13.000 US-Dollar rutscht natürlich auch dieses maximale bzw. minimale Kursniveau nach unten. Die Miner hatten natürlich auch eine Zeit lang hier Verluste gemacht und mussten aufgrund dessen in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder einige Bitcoins abstoßen, um hier die laufenden Kosten zu decken. Noch dazu gab es jetzt eine fette Transaktion. Mehr als 14.000 Bitcoins wurden innerhalb von nur einem Block, also in einer Transaktion, hier tatsächlich an die Exchange gesendet. 14.000 mal 20.000, den aktuellen Kurswert ungefähr, sind fast 300 Millionen US-Dollar an Wert, die hier tatsächlich in einem Schlag an die Börse
Börse gesendet wurden. Das bringt natürlich einen tendenziell im Prinzip stärkeren Verkaufsdruck. Man weiß natürlich nicht, werden diese Bitcoins wirklich abgestoßen, findet hier ein OTC-Deal statt oder was auch immer. Definitiv könnten sie allerdings natürlich an der Börse gedumpt werden und damit den Bitcoin-Kurs maßgeblich beeinflussen. Gerade wenn wir uns die Bitcoin-Miner-Outflow-Daten der letzten Monate anschauen, meinetwegen auch vom ganzen letzten Jahr, so sehen wir, dass die aktuelle Transaktion definitiv ziemlich stark einschlägt bzw. hier extrem heraussticht. So stellte beispielsweise auch ein Bloomberg-Bericht erst vor wenigen Tagen fest, dass Bitcoin-Miner in Texas tatsächlich ihren Service einstellen müssen bzw. ihre Rechenzentren runterfahren müssen. Grund dafür ist die Hitzewelle im Inland und dass der Strom aktuell anderswo benötigt wird. Besonders nach dem großen Mining-Bann in China im letzten Jahr sind hier sehr viele Miner ins Ausland gegangen und haben sich natürlich nach Alternativen umgeschaut. Da Texas über sehr viel Strom verfügt, also vor allem auch sehr viel erneuerbaren Strom, haben hier sehr viele Miner eben in China die Taschen gepackt und sind nach Texas umgewandert, sodass Texas aktuell eine wahre Bitcoin-Mining-Hochburg geworden ist. Ebenfalls arbeitet die Regierung hier mit den Bitcoin-Minern zusammen, so wurden jetzt eben einige Rechenzentren hier heruntergefahren, um genug Strom für die Bevölkerung zu haben. In einem Bericht an Bloomberg schrieb beispielsweise auch der Präsident der Texas Blockchain Association, es gibt über 1000 Megawatt Bitcoin-Mining-Last, die auf die Aufforderung von ECOT zur Energieeinsparung reagiert haben, indem sie ihre Maschinen abgeschaltet haben, um Energie für das Netzwerk zu sparen. Das entspricht fast der gesamten industriellen Bitcoin-Mining-Last in Texas und ermöglicht es, mehr als 1% der gesamten Netzwerkkapazität für den Einzelhandel und für die gewerbliche Nutzung ins Netz zurückzuspeisen. Wie eben schon angemerkt, kooperieren hier die Netzwerkbetreiber mit den Regierungen und auch mit den Bitcoin-Schürfern. Somit kann man sich hier natürlich absprechen und reagiert hier dann dementsprechend auf die aktuelle Situation. Zudem müssen wir natürlich noch einmal festhalten, dass oftmals gerade erneuerbare Energie im Überschuss produziert wird. Wir sehen das an Windrädern, die feststehen, obwohl der Wind weht. Und auch sonst haben wir momentan noch keine Möglichkeit, Energie groß zu speichern. Und oftmals ist diese überschüssige Energie die Energie, die dann wirklich ins Bitcoin-Mining-Netz fließt. Doch selbstverständlich sieht das nicht jeder so, wie beispielsweise auch die EZB, die Europäische Zentralbank, die jetzt schon öfter mal gegen Kryptovermögenswerte, vor allem aber gegen den Bitcoin geschossen hat. In einem neuesten Bericht schreibt die EZB, dass ein Mining-Verbot für Proof-of-Work-basierte Kryptowährungen sehr wahrscheinlich ist. Aufgrund der steigenden Energiepreise etc. sollen die Gesetzesgeber hier genau darauf schauen, wofür der Strom hier aufgewandt wird. Ebenfalls müssten aufgrund der angestrebten Klimaneutralität Entscheidungen getroffen werden, um zu verhindern, dass die Verwendung erneuerbarer Energieträger nicht durch Bitcoin-Mining beeinträchtigt werde. Also die EZB hat nach eigenen Angaben Angst, dass die erneuerbare Energie ins Bitcoin-Netzwerk fließt und nicht für die Bürger und Bürgerinnen bereitgestellt wird. Um gegen den, ich zitiere, signifikanten CO2-Fußabdruck von Proof-of-Work-basierten Kryptowährungen vorzugehen, hält die Zentralbank eine Reihe politischer Maßnahmen seitens der Regierung für wahrscheinlich. Konkret bringt die EZB unter anderem beispielsweise auch eine CO2-Steuer auf das Halten oder Transferieren von Bitcoin ins Spiel. Also, was soll man dazu sagen? Also, ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn Bitcoin-Miner irgendwie besteuert werden, dass man hier irgendwie einen Kompromiss findet, weil das dann auch wirklich hier dazu führen könnte, dass eben die ins Netzwerk gegebene Energie nicht irgendwie den anderen Leuten abgezogen wird. Aber hier eine CO2-Steuer auf das Halten oder Transferieren von Bitcoin irgendwie einzuführen, also mehr Schwachsinn gibt es eigentlich kaum. Zudem sei natürlich auch nach eigenen Angaben ein völliges Verbot für Bitcoin-Mining vorstellbar. Die Autoren des Berichtes, was übrigens nicht von der Chefin der EZB selber kam, verwiesen auch noch einmal auf die Mining-Verbote in China hin. Zudem hieß es, dass man die Adoption von Proof-of-Work-basierten Kryptowährungen verlangsamen und gleichzeitig umweltfreundliche Alternativen wie Proof-of-Stake fördern könnte. Dazu muss man noch einmal ganz klar festhalten, dass man an dieser Stelle natürlich so diesen Interessenskonflikt so ein bisschen rausliest. Sie unterstützen hier offensichtlich mit diesem Schreiben die Proof-of-Stake-basierten Kryptowährungen, die natürlich nachhaltiger sind. Ich denke mal, über Zentralisierung und Dezentralisierung brauchen wir uns jetzt nicht streiten. Allerdings sehen wir, wohin hier die Interessen gehen. Dazu sollte man festhalten, dass es innerhalb der EU gar keine wirklich, ich zitiere, nennenswerte Mining-Industrie gibt, so wie beispielsweise Philipp Sander, Professor an der Frankfurt School of Finance und Management, sagt. Dem Wissenschaftler nach zufolge wären Einsparungen in anderen Bereichen deutlich zielführender.
Gründer, wir dürfen nicht vergessen, in Deutschland bzw. in der Eurozone sind die Energiekosten natürlich auch deutlich höher als beispielsweise in Texas. Somit ist das Bitcoin-Mining in den vergangenen Monaten hier in der Eurozone kaum bis gar nicht lukrativ gewesen. Dr. Philipp Sander sagte zudem noch, der allgemeine Strommix in Deutschland ist darüber hinaus nicht besser und nicht schlechter als der Bitcoin-Strommix. Jeder einzelne Kilowattstunde, die wir in Deutschland verbrauchen, Fernsehen, Computerspiele, Beleuchtung, ist grob 50% grün und 50% fossil. Müsste man nicht auch dort viel stärker ansetzen? Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Nach offiziellen Angaben des Bitcoin Mining Councils werden zum aktuellen Zeitpunkt schon deutlich mehr als 50% der Energie, die hier ins Bitcoin Mining fließen, tatsächlich aus erneuerbaren Quellen erwirtschaftet. Ganz anders sieht es hier beispielsweise in Deutschland aus. Hier haben wir nur einen Mix von 50-50. Das ist natürlich ähnlich, da möchte ich auch gar nichts gegen sagen. Doch schauen wir uns mal den Rest der europäischen Zone an. So sehen wir, dass dort beispielsweise deutlich stärker eben auf nicht erneuerbaren Energien gesetzt werden. Zu denen darf man auch nicht vergessen, dass wir hier in Deutschland natürlich auch viel Strom aus dem Ausland kaufen, der auch nicht unbedingt nachhaltig ist. Selbstverständlich findet die EZB allerdings auch zu solchen Argumenten wieder Gegenargumente. So haben sie hier auch noch einmal das Verbot der EU für Verbrennerfahrzeuge ab 2035 vorgebracht. Sie vergleichen hier Proof of Work und Proof of Stake, wie beispielsweise Verbrennermotoren und E-Autos. Hierzu hieß es, staatliche Behörden haben die Wahl, die Kryptoversion des Elektrofahrzeuges zu fördern, also Proof of Stake, oder die Kryptoversion mit fossilen Brennstoffen betriebenen Autos einzuschränken oder zu verbieten. Für mich macht dieser Vergleich einfach überhaupt gar keinen Sinn, aber gut, das sei mal dahingestellt. Ebenfalls dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, dass hier die Überlegungen bzw. die Anreize zu einem Bitcoin bzw. Proof of Work Verbot nicht neu sind. Bereits in den letzten Verhandlungen war es immer wieder ein Thema und wird wahrscheinlich auch in den nächsten Verhandlungen wieder einmal ein Thema werden. Ich persönlich habe da jetzt keine Angst vor. Ich finde nur die Argumentation immer absolut schwachsinnig. Also ja, für mich macht es einfach überhaupt gar keinen Sinn. Und wenn man hier irgendwas besteuern möchte, dann die Miner selber, aber doch nicht alle, die Bitcoin halten oder transferieren. Das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Doch von der größten Proof-of-Work-Blockchain kommen wir mal zur größten Proof-of-Stake-Blockchain. Denn die Entwickler haben tatsächlich hier den Termin bekannt gegeben, wann wir höchstwahrscheinlich den Merge sehen werden vom Proof-of-Work-System auf Proof-of-Stake im Ethereum-Ökosystem. Hierbei sollte es eigentlich Ende September soweit sein. Ebenfalls merkte er selbstverständlich allerdings auch noch einmal an, dass es hier nicht in Stein gemeißelt ist und dass das Ganze durch die Difficulty auch noch weiter nach hinten geschoben werden könnte, je nachdem wie viel Power hier ins Netzwerk gegeben wird, beziehungsweise je nachdem wie stark die Difficulty angepasst wird. Ebenfalls gibt es interessante Nachrichten von Celsius, denn natürlich müssen sie die Zahlen offenlegen, wenn sie hier einen Insolvenzantrag einreichen. So ist aus den Zahlen aktuell zu entnehmen, dass der Lending-Anbieter ein Gesamtvermögen von knapp 4,2 Milliarden US-Dollar besitzt, auf der anderen Seite allerdings Verbindlichkeiten in Höhe von 5,5 Milliarden US-Dollar hat. Dementsprechend eine Diskrepanz von knapp 1,3 Milliarden US-Dollar, die dem Unternehmen Celsius zum aktuellen Zeitpunkt fehlen. Ebenfalls darf man nicht vergessen, dass sie einen Großteil ihrer Reserven tatsächlich in ihren eigenen Cell-Token gehalten haben, rund 600 Millionen US-Dollar. Durch die starken Abverkäufe des Cell-Tokens selber ist natürlich auch diese Reserve geschrumpft und beläuft sich aktuell auf knapp 170 Millionen US-Dollar. Ebenfalls ist aus dem Bericht zu entnehmen, dass Celsius höchstwahrscheinlich Kundeneinlagen genommen hat, um damit Mining-Equipment zu kaufen, denn es gab ja eine Art Tochtergesellschaft bei Celsius, die sich eben auf das Bitcoin-Mining spezialisiert hatte. Das Geld kam hier eben von den Investoren selber und Freunde, ich bin gespannt, was wir hier noch für eine Entwicklung sehen werden. Doch selbstverständlich, zum Glück ist nicht alles schlecht. So gibt es auch eine sehr positive Nachricht hier von Mastercard. Mastercard hat nämlich eine Expansion im Krypto-Bereich angekündigt und zwar durch eine Partnerschaft mit Facet. Beide Unternehmen wollen gemeinsam digitale Lösungen entwickeln, um die Verbreitung von Kryptowährungen in Indonesien zu fördern. Die Partnerschaft zielt auch darauf ab, die finanzielle Inklusion der Indonesier zu erhöhen und mehr Möglichkeiten zur Verbesserung der lokalen Wirtschaft zu schaffen. Dabei möchte man mit dieser Kooperation den Bürgern einen besseren Zugang zu digitalen Technologien ermöglichen. Ein leitender Angestellter bei Facet sagte zudem noch, dass es in Indonesien mehr als 91 Millionen Menschen ohne eine Bankverbindung gibt, also definitiv hier viel Wachstumspotenzial besteht. Ebenfalls sagte er, dass die Partnerschaft darauf abzielt, sicherzustellen, dass die Mehrheit dieser Bevölkerung ohne Bankverbindung in kürzester Zeit Zugang zu Finanzdienstleistungen bekommt, die natürlich durch den Crypto-Space ermöglicht werden. Hierzu zitiere ich ihn einmal, unsere Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Hürden für den Zugang zu digitalen Finanzdienstleistungen aufzubauen. So könnten wir Menschen in den Genuss der Vorteile moderner Finanzdienstleistungstechnologien bringen. Ebenfalls fügte er hinzu, dass die Verbreitung von Kryptovermögenswerten im Inland sich auch positiv auf den gesamten Kryptobereich auswirken würden. Das Unternehmen Facet
kommt hierbei ursprünglich aus Großbritannien. Es ist ein auf Ethereum basiertes Blockchain-Protokoll, welches Crypto-Swaps ermöglicht. Das Unternehmen besteht jetzt seit aktuell knapp 3 Jahren und hat sich vor allem auf Schwellenländer wie eben Indonesien konzentriert. Zudem hat das Unternehmen erst im letzten Monat 3 Betriebslizenzen erhalten. Diese erhielten sie unter anderem von der malaysischen Finanzaufsichtsbehörde, um ihre Dienstleistungen in Malaysia auszuweiten. Meiner Meinung nach sind solche Informationen immer super wichtig und interessant. Sie fördern vor allem auch die breite Akzeptanz und vor allem auch den Bekanntheitsgrad von Kryptovermögenswerten. Eine Kryptowährung, die vor allem in den letzten Tagen wieder recht bekannt geworden ist, ist QuantQNT, eine der Top-Kryptowährungen in unserem Portfolio, welche vor allem in den letzten 30 Tagen ein unfassbar starkes Wachstum gesehen hat. Allein in den letzten 7 Tagen konnte der QNT-Kurs mehr als 70% zuwachsen, insgesamt in den letzten 30 Tagen sogar deutlich über 100%. Der Grund für das Wachstum ist aktuell nicht unbedingt ganz spezifisch fest zu identifizieren. Unter anderem kann man allerdings anhand der Blockchain-Daten entnehmen, dass sehr viele QNT-Token aktuell gelockt werden. Wenn du mit Quant Network als Unternehmen zusammenarbeiten möchtest, dann musst du ja Quant-Tokens quasi kaufen, diese auch gleichzeitig locken, also fest beiseite legen, was natürlich hier immer mehr Supply aus dem Netzwerk rausnimmt, was das Netzwerk am Ende des Tages unterstützt und natürlich den Kurs nach oben drückt. Das ist nur einer der Gründe, den man vor allem in den letzten Wochen stärker gesehen hat. So Freunde, das waren schon die ganzen Informationen. Viel mehr gibt es heute nicht. Morgen gibt es ein Q&A und hoffentlich Sonntag dann mal wieder weitere interessante News und Informationen. Ansonsten möchte ich das Video allerdings jetzt auch erstmal beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, vielleicht auch weitergeholfen. Sollte dem so sein. Ihr wisst es, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar da. Ansonsten wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende und würde sagen, wir sehen uns dann morgen in alter Frische wieder. Bis dahin, ciao Freunde.